bin zu meiner Studie. Ich spiele die Geige und ich studiere gerade an der Juilliard School in New York. Ich heiße Saika Selina, bin die Schwester von der Sumina. Ich spiele Cello und ich wohne seit 2012 in Berlin. New York City. Seit Ende August die neue Heimat der 21-jährigen Sumina. Es passiert so viel da in New York, vor allem klassische Musik. Es gibt viele Agenturen. Musikalisch und persönlich ist es für mich ein grosser Schritt, hierher zu kommen. Das wollte ich schon immer mal erfahren. Der Traum von der Solo-Karriere. Vor allem im Internet hat Sumina bereits zahlreiche Anhänger. Ihr Paganini-Video wurde auf YouTube schon fast 3 Millionen Mal angeklickt. Und bei Instagram hat sie zehntausende Follower. Die Juilliard School, das wohl bedeutendste Konservatorium der USA. Wer hier studieren darf, kann von der großen Karriere träumen. 24, second violin has. Yeah, and I have. I just figured it's a bit nicer if it. Here you've got lovely D minor with chromatics. And then, what is tonicized here, you guys? B flat. Yeah, absolutely. Therefore, it makes it even more interesting. Wie hart ist das Geschäft hier? Sehr schwierig. Also, wenn man einen Traum hat, dann muss man das wirklich mit einer Zeitlimite in ein Goal umwandeln, weil sonst schafft man es überhaupt nicht. Wir versuchen es alle. Und man merkt schon das Feuer, worauf alle brennen. Also, von dem her, es ist sehr schwierig und hart, aber schlussendlich gibt man immer sein Bestes. Die andere Weltstadt, Berlin. Suminas Schwester Sayaka, 27, wurde neu in die Karajan-Akademie aufgenommen. Die exklusive Talentschmiede der Berliner Philharmoniker, eines der angesehensten Orchester der Welt. Die Berliner Philharmoniker sind für mich so ein bisschen eigentlich der Höhepunkt von Orchester, also was man sich im Orchesterleben vorstellen kann. Und ich habe dort auch schon ausgeholfen zweimal und es hat extrem Spass gemacht. Also ich einfach so ein kleiner Teil von so einem Klangkörper zu sein. Es ist schon ein Traum, wo man das grosse Privileg wird sein, dann in diesem Orchester mitspielen zu können. Musikerfamilie Studer. Der Schweizer Vater ist Klavierlehrer, die japanische Mutter Sängerin. Wer Karriere machen will, muss früh anfangen und hart arbeiten. Als Kind haben wir halt viel geübt, auch mit meiner Mutter. Ich habe auch gestritten mit meiner Mutter manchmal und nicht immer Lust gehabt zum Üben. Später bin ich so froh gewesen, dass ich das gemacht habe, weil dann hatte ich die Wahl gehabt, Musiker zu werden. Wenn ich nur geübt hätte, wenn ich spielen wollte, dann hätte es vielleicht nicht gelangt. Die beiden Schwestern halten zusammen. Sayaka auf Ferienbesuch in New York. Gemeinsame Suche nach einem neuen Cello im Instrumentengeschäft in Manhattan. Like in a weird way, it's kind of nasal. Well, so Galliano's actually have a tendency to be a little more nasal. Yeah. But actually in a bigger space, that kind of sort of disappears. Yeah. Betrachten sich die beiden Schwestern als Konkurrentinnen? Ich glaube, mir das noch gar nicht gefragt worden, weil es ist halt, wir spielen zwei verschiedene Instrumente. Ich bin sehr froh, dass wir nicht beide das gleiche Instrument spielen, weil dann wäre es sicher anders. Und wir haben halt auch den Altersunterschied. Wir waren immer so ein bisschen an verschiedene Sachen machen. Ja, wir machen schlussendlich so ein bisschen unser eigenes Ding. Aber wenn wir uns gegenseitig fragen nach Hilfe, dann sind wir natürlich da. Sayaka und Sumina. Von Gockhausen bei Dübendorf auf die Weltbühnen der klassischen Musik.